Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 64 von Simotrans Kooperation. Ja, da schauen wir mal gleich rein. Wir hatten letztes Mal noch ein paar Züge. Die will ich mal gerade angucken, was denn da war. Bezeichnung war gut eigentlich, ne? Typbezeichnung. Aber aufsteigend, okay, wir hatten den offen, das weiß ich noch. Der war neu, der Zug. Dann hatten wir noch den 119er, das habe ich mir auch gemerkt, beziehungsweise aufgeschrieben. Der war auch noch aktuell wichtig. Der fuhr ja miese ein. Und der 97er war dann noch da. Dieser hier. Na komm schon. Und dann hatten wir noch einen 64er. Da unten ist der. Der fährt aber gerade in den Bahnhof ein. Den letzten Mal habe ich noch, glaube ich, gesagt, der macht überhaupt keinen Gewinn. Der wird gleich Minus fahren, weil hier die Zahl so knapp ist. Aber da er gerade hier in Hamburg ankommt, kann das gar nicht so sein, dass der so schlecht läuft, ne? Der kriegt jetzt gleich 60 Fahrgäste. Geld für 60 Fahrgäste, ne? Da müsste es eigentlich dann auch hochgehen. Ist ja dann vielleicht auch ganz interessant zu sehen, was passiert. Ja. Jetzt ist nur die Frage, ob die Fahrtkosten von hier bis nach Bremen einigermaßen günstig sind. Wenn wir jetzt natürlich gucken, eigentlich müsste der, glaube ich, hier langfahren, der Zug, ne? No, noch nicht mal so sehr. Wir fahren also einen leichten Umweg. Hier diagonal durch würden wir direkt am Bahnhof wahrscheinlich rauskommen. Das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Wir fahren jetzt trotzdem den Haken. Gut, das ist geklärt. Jetzt müssen wir Bezeichnung nicht machen, sondern Gewinn aufsteigen. Ja, wir sind hier mittendrin, deswegen sehen wir das jetzt nicht passend. So, Landshut Regensburg, der fährt gerade miese ein. Und aber der kommt gerade im Bahnhof an. Wie schaut's dann aus? Der ist da gerade angekommen und hier hat sich nicht viel geändert, oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ha, das war komisch, oder? Landshut Regensburg. Okay, hat jetzt kaum Fahrgäste, ne? Und die ne, der hält da nicht nochmal an, oder? Der fährt da jetzt nur durch. Komm schon. Haben wir gerade einen Tacken schneller. Ne, der hält nicht an, der fährt weiter durch, okay. Ja, das war kein Erfolg in dem Sinne dann. Der wird weiter miese fahren. Dann müssten wir überlegen, was wir da machen. Fahrplan. Regensburg ist ein Sackbahnhof. Sollte man sagen, kommen unter 10% wären. Ja, 10% lassen wir einstellen. Unter 10% fahren wir in Regensburg nicht los, ne? Lass mal gerade da hochblättern, das ist ja hier oben schon. Na, passt. Mal gucken, wie das sich gleich entwickelt. Hier sind zwei, die jetzt mit Plus durch die Gegend fahren. Der war gerade in Hamburg und wo ist er? Er ist auf dem Weg dahin. Ich glaube, das hält sich gleich. Das wird gleich auch noch reichen, das Geld. Und der wird dann auch weiter Plus einfahren. Gucken wir mal schnell hier rein, wie die Lachlage ist. Kurve geht nach oben, aber hier trotz alledem noch nach unten. Das ist schade. Dann müssten wir gucken. Ne, wo wollten wir gucken? Doch, hier Linienverwaltung. Basel, Freiburg, Karlsruhe fährt ein Zug lang. Das ist der und der fährt da voll die Miesen ein. Und wie sieht das denn hier aus? Der kommt von da unten, fährt bis nach Karlsruhe. Der hat ja eigentlich die Möglichkeit, alleine zu fahren. Allerdings müsste er, hier darf er nicht stehen bleiben, weil andere Züge hier auch halten. Das würde bedeuten, dass er in Freiburg auf jeden Fall auf genug Gäste warten sollte, oder? Zähne, ja.
In Basel kann er das gleiche machen. In Freiburg wieder. Und da lassen wir ihn weiterfahren dann, ne? So. Den jetzt aber auseinanderpflücken, zwei Züge rauszumachen, halte ich für Quatsch in dem Falle. Hier sieht es genauso schlecht aus. Berlin, Cottbus, Dresden ist das. Puh. Dresden ist zweigleisig. Da müsste ein Signal hin, ne? Aus beiden Richtungen kommen, glaube ich. Durchfahren macht da, glaube ich, sowieso keiner. Der untere fährt ja gerade hier lang, ne? Cottbus Dresden, Chemnitz Dresden ist das. Ich glaube, da müssen wir mal gerade dann vielleicht hier ein Auswahlsignal hinstellen. Nee, das... Ach so, wenn wir das machen... Nee, da fährt glaube ich nur ein Zug, da können wir das machen. Dürfen wir nur nicht nachher vergessen, wieder wegzumachen, wenn wir ausbauen sollten. Aber das wird dann ja auffallen, denke ich. Der bildet mich jetzt schon den Zug da aus, ne? Das Gleis da aus. Ist aber egal eigentlich. Dann Fahrplan in Cottbus ist unterwegs, Berlin nicht. Hier können wir 10 einstellen. Und da auch 10. Obwohl, da ist er ja schon voll. Lassen weiterfahren. Gut. Das ist Berlin, Potsdam. Ach, das ist eine kleine Saxonia, okay. Die fährt natürlich plus ein, die ist auch voll. Das heißt, wir müssen da definitiv mal hier reingucken. Halle. Ja, super, ne? Der Zug Richtung Halle. Und wo ist Potsdam da? Okay, Potsdam ist nicht viel. Warte, dann müssen wir das mal hier via Menge machen, ne? Halle 103. 36 über Potsdam. Dann nochmal 27. Sind schon 160, 166. Und weiter reisen sind wahrscheinlich hier Wolfsburg auch noch ein paar. Ja, es ist nur ein Zug am Fahren, da können mehr fahren, ne? Und in Potsdam warten auch noch ganz viele. Und dann fahren noch 148 weiter nach Halle. Das heißt, der Zug ist vollkommen überlastet. Und die fahren 148 nach Halle und dann 99 über Halle. Und hier unten sind noch 4, die nach Potsdam Wollkämmerstraße wollen. Kämmereistraße wollen. Und in Halle, wie sieht's da aus? Nach Potsdam reichlich. Der Zug ist zu klein. Die Saxonia. Und wie sieht's mit den Bahnhöfen da überhaupt aus? Halle müsste jetzt hier sein. Ist ein großer. Potsdam und Berlin. Ist glaube ich auch groß, ne? Oder? Nicht, dass wir da auch noch ein Problem haben mit dem kleinen Lok. Na komm schon. Da ist doppeltes Gleis und Berlin ist einfaches Gleis. Ist dann schon wieder schwierig, ne? Ja, ganz schwer. Aber das könnte man ändern, indem man sagt, komm, wir lassen diese kleine Lok nur da fahren, nach da. Die Linie dann doch zerpflücken. Hier ist ein Lokschuppen. So rum.
Und das würde ein Fahrplan von dort nach Halle geben, würde ich sagen. Das andere ist eine kürzere Strecke. Da würde vielleicht auf Dauer... Oder ich muss nur so runter, ne? Dann müsste ich eigentlich wieder auf die Spur kommen. Da ist der Bahnhof, die Brücke. Müsste klappen. Hier müsste Halle sein. Ja. Neue Linie. Aha, was jetzt passiert? Irgendwie die Enter-Taste erwischt so ein Shit. Gibt's da jetzt eine neue Linie, die nicht befahren wird? Oder? Hab ich sie geschlossen? Ne, ich hab sie, glaub, geschlossen. Das heißt, wir haben nur das Depot zugemacht, wahrscheinlich. Sollen wir da nochmal hin? In Potsdam war das, ne? Hier muss es auch irgendwo sein, oder? Da. Komm schon. Warum lässt sich das nicht öffnen? Da ist er doch. Die Linie ist schon mal doof. Die muss ich gleich löschen. Obwohl. Wenn ich da... Muss ich die doch sehen können, ne? Da ist er. Linie ändern. Potsdam-Halle. Ne, hat ja geklappt. Halle. Potsdam. Passt. Können wir zumachen. Und den starten wir. Da müssen wir noch eine neue Linie machen. Die geht von Potsdam nach Berlin. Oder wir ändern die dann um. Berlin, Potsdam, Halle oder wie war das? Diese hier ist das. Jetzt müssten wir nur wissen, wo die Saxonia gerade unterwegs ist. Die ist gerade unterwegs nach Potsdam. Das heißt, die könnten wir gerade wirklich ändern. Dann nehmen wir ganz einfach Halle dann raus. So. Passt. Passt. So, und er fährt jetzt in der richtigen Richtung. Genau. Gut. Gucken, ob das sich alles rentiert. So, das ist okay. Dann machen wir da mal. Er ist das... Jetzt ist wahrscheinlich der Zug, der neu aufgelegt ist, hier unten lang gefahren. Oder ist er doch oben lang gefahren? Ne, das war der da oben. Ja. Gut. Der fährt aber ohne Post, ne? Naja, vorher auch. Ist da denn eine Bushaltestelle? Bushaltestelle, sag ich schon. Eine Poststelle dran, ne? Gucken wir mal gerade in Potsdam vorbei. Das muss hier unten sein, oder? Ja, das ist mit Post. Okay. Ist voll geladen mit 180 Passagieren. Gut, die Linienverwaltung können wir wieder aufmachen. Von Köln-Krefeld fährt auch miese ein. Ist aber voll geladen, super, ha? Hatte ich die Fenster alle offen und die sind jetzt alle eben zugegangen, ne? Gucken wir sie uns einzeln an. So rum, so rum. 140 fährt plus. Und 8000, das heißt, das müsste eigentlich ein guter Gewinn werden, auch weiterhin. Hat jetzt auch wieder voll geladen. Gut. 119, was macht die? Ah, die schwankt noch ein bisschen. Ich stand da gerade irgendwie im Stau, hätte ich jetzt beinahe. Das ist bei Ingolstadt, ne? Okay. Muss so vorübergehend gehen. Lassen wir erstmal noch offen. 97 hätten wir dann. Was war mit der? Fährt plus ein.
Und ist jetzt gerade wo? Ah, fährt jetzt Richtung Bremen. Ist alles gut, denke ich. Macht Geld. Und die 64 war dann noch. Die fährt jetzt Richtung Hamburg-Rathaus. Ist wo? Schon so auf halber Strecke. Noch nicht ganz halber Strecke. Der ist noch vor der Brücke da. Hier wird halbe Strecke sein. Fährt aber auch ein Plus ein. Und ich denke, das reicht auch bis Hamburg. Das haben wir also optimiert. Gut. Und Bonn-Krefeld waren wir jetzt. Der ist hier unten rechts. Ja, warum die jetzt hier so schlechte Zahlen fährt, weiß ich auch nicht so ganz. Die war ja gerade in Bonn, ne? Ja. Obwohl, Profit ist mal hoch, mal niedrig, ne? Eigentlich um die Null. Gut, lass mal die Statistiken weg. Was haben wir da nach Basel? Haben wir gesagt, okay, der soll irgendwo stehen und 10% nur laden. Machen wir mal hier mit hin. Die Linien, die da drunter sind, sind alle kurze Linien. Darmstadt, Heilbronn, Stuttgart ist das, oder? Ja. Fährt jetzt 71 Gäste durch die Gegend. Und warum ist das so schlecht? Ich glaube hier. Heilbronn fährt er nur alleine und nach Darmstadt glaube ich auch, ne? Gucken wir mal gerade, oder ist in Darmstadt durchgehender Bahnhof oder ist es ein Sackbahnhof? Wo ist Darmstadt überhaupt da? Ne, ist ein Sackbahnhof. Das würde bedeuten, ich gehe von aus, dass hier das Problem liegt. 10%. Lass mal weiterfahren. Obwohl, hier ist Heilbronn, ist es auch nicht. Genau so sieht's aus. Zack. Und da unten auch nochmal. 10% vorher fahren wir nicht los. Gucken wir mal. Was ist denn hier in... Ach, guck mal, Frankfurt, ne? Nicht weit weg. Da warten 2700 Gäste. Da ist was los. Über Hagen wollen 2221 fahren. Wow. Das ist da gen Norden, ne? Wie heißt denn die Linie, die da lang fährt? Frankfurt, Siegen, Hagen. Da haben wir nichts, da ist eingleisig, ne? Das würde bedeuten, da müssten mehrere Züge drauf. Nee, ist schon mit Ausweiche. Okay, und Siegen. Nach Hagen, ist da was mit Ausweiche? Nee. Doch, da ist schon was, aber da ist auch schon gleich Hagen dann. Das wird bedeuten, da müssen noch mehr Züge drauf. Wo ist da bitte schön dann der nächste Bahnhof? Das Depot meine ich, nicht Bahnhof. Karte. Auswahl. Depots sind hier. In Aschaffenburg gibt es ein Depot, ein Straßendepot, ne, oder? Ja. Ein Zugdepot bräuchte ich aber. Und bei Stuttgart haben wir eins, das ist Orange dann. Ja, von Dortmund aus wird's gehen, ne? Mal gucken, wie wir da einen runterkriegen. Fährt denn überhaupt zwischen Dortmund und Hagen ein Zug?
Glaub gar nicht, ne? Kann das sein? Dortmund Hamm. Vielleicht sollten wir mal, ne? Hier auch einen Zug lang schicken. Fährt der lang? Dortmund Hamm. Ist da keiner im Programm? Oder fährt er zur Zeche? Ah, der fährt Essen, Dortmund, Zeche, Hagen. Alles klar, da ist er. Dann passt's ja. Über Frankfurt 800 auch in diese Richtung. Wow. Ja. Irgendwie müssen wir das hinkriegen, ne? Sind 5, von der war 6. Ne, dann geht da auch noch einer. Den erst zurück und dann wieder Dragge. Und. Wo ist er? Frankfurt, Siegen, Hagen. Da muss noch auf, definitiv noch einer drauf. Obwohl es besser wäre, wenn die nicht so fahren würden, ne? Sondern nur bis Siegen. Wie sieht's denn? Also hier hatten wir gerade 800 oder sowas bis nach Frankfurt, genau. Gucken wir gerade an, was in Siegen noch rumsteht. Ja, da wollen viele nach Hagen. Keiner will Richtung, die andere Richtung. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Lass mal den zweiten Zug erst fahren und gucken, was passiert. Gut, aber ich sehe schon wieder, dass die Zeit fortgeschritten ist. Da knüpfen wir dann an der nächsten Folge weiter an. Hier ist noch ein Zug. Der ist unterwegs zwischen Bonn, Köln und Krefeld. Fährt jetzt irgendwie Plus ein, komischerweise. Oder ist schwarze Linie hier. Hat aber da miese. Das macht die Statistik. Ist also in meinen Augen negativ unterwegs, aber könnte sich ja vielleicht noch entwickeln, ne? Den müssen wir uns nächstes Mal angucken. Dann haben wir hier die 119. Okay, der ist, glaube ich, wo ist denn das? Ach so, der fährt nach Landshut. Ja, den müssen wir uns auch noch angucken. Hier haben wir Halle Potsdam. Den haben wir neu. Und die 4, die war ja umgelenkt. Super. Und die müssen wir uns auch nochmal angucken, dann denke ich mal. Obwohl, nee, die fährt ja plus ein ohne Ende. Die brauchen wir nicht mehr angucken, ne? Das ist die kurze Strecke. Könnte höchstens irgendwie einen Stopp geben oder so. 94 und 93 müssen wir uns nächstes Mal auch noch angucken. So. Gut. Fertig. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.